Hallöchen und willkommen zurück bei Batman Zuhör. Arkham City, mein Gott, will, dass wir alles dicht machen. Keiner geht rein oder raus. Wenn Jokers Leute auftauchen, schießt. Was ist mit Batman? Auch umlegen. Was, einfach so? Ja, einfach so. Ja, wie ihr nur wisst, in der letzten Folge hieß es Finden Mr. Freeze. Wie sollen wir es denn erkennen? Das tun wir jetzt auch. Also das war schon mal falsch. Zack. Batman! Das war Fail. Aber ein richtiger Fail. Er ist erwischt. Er hat irgend so eine Art Nebel benutzt. Er ist hier, Mr. Cobblepot. Batman ist hier. Beschäftigt ihn. Ich habe die Zugänge zum GCPD gesperrt. Der geht nirgendwo hin. Ach, das wollen wir mal sehen, Pinguin. Lasst mich nicht hängen. Das verzeihe ich euch nicht. Kapiert? Schon mal ein sehr schlechter Start für diese Folge. Aber kriegen wir hin irgendwie. Zum Teufel ist er hin. Tja, das wüsstest du gerne. Ich häng mal von der Decke. Na? Kommst du? Haltet ihn auf! Er lässt euch wie ein paar Schulmädchen aussehen! Pinguin überwacht seine Männer mit Herzfrequenzmessgeräten. Er wird es merken, wenn ich einen davon ausschalte. Ich muss schnell sein. Ich bin sicher, dass Zeit zu sterben. Ich hab ihn. Er ist hier. Da oben. Ich seh ihn. Weiter. Und weiter. Findet ihn. Sofort. Ich weiß gar nicht mehr, was wir alles haben. Ich weiß, was du vorhast. Hier drüben. Ich hab ihn. Er ist hier drüben. Voll in die Fresse. Zu mir! Ich hab ihn! Er ist tot! Okay. Ich habe ja gesagt, schon mal ein schlechter Start. Schneidet ihm die Maske vom Gesicht. Seid nicht allzu vorsichtig dabei. Cobblepot ist klar. Mr. Pinguin. Nee, egal. Waren erst 2 Minuten. Jokers Jungs sind immer noch draußen, Mr. Cobblepot. Gut. Sieh zu, dass es auch so bleibt. Kein Problem. Pinguins Schläger haben diesen Raum gut abgesichert. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Zuhör. Der Boss will, dass wir alles dicht machen. Keiner geht rein oder raus. Wenn Jokers Leute auftauchen, schießt. Was ist mit Batman? Unser Anzug sieht ja schon ziemlich demoliert aus, muss ich dazu sagen. So. Ach ja, und sorry, dass ab und an ein bisschen dauern mit den Folgen, aber ich bin gerade dabei, für meine Prüfung wieder zu lernen, denn die steht bald an. Dürfte mir auch ganz fest in die Daumen drücken. Na, was weiß ich? Wie sollen wir es denn erkennen, wenn wir es sehen? So, mein Freund, dich habe ich, glaube ich, schon mal. Nee, natürlich nicht. Was hat Freeze überhaupt hier verloren? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Pinguin ihn haben will. Das genügt mir. Wir finden es nicht! Es ist nicht hier! Einen Moment. Pinguin überwacht seine Männer mit Herzfrequenzmessgeräten. Er wird es merken, wenn ich einen davon ausschalte. Ich muss schnell sein. Ja, ich muss schnell sein. Ich hab einen von euch Idioten verloren! Beenden wir das Ganze! Wir haben Pinguin gehört! Bewegung! Na komm. Oh Gott! Leute! Bewegt eure Ärsche her! Sofort! Bitte, ich gebe auf. Sieh mich an. Ich lasse meine Waffe fallen. Du musst mir nicht wehtun. Dann gibt's Ärger. Ich werde dich wieder erwecken und eigenhändig nochmal umlegen. Hab dich. Wo ist Freeze? Er ist im Museum. Der Pinguin hat ihn. Ich
werde dir wohl die Zunge rausschneiden müssen, Kleiner. Ich mag nicht, wenn die Leute über mich reden. Nein, tut mir leid, Mr. Cobblepot. Er hat mich gezwungen. Kannst ihn haben, Batman. Hier in meinem Museum bin ich sicher. Versuch doch, mich zu holen. Ich habe noch eine Menge Überraschungen für dich. Und die erste kommt jetzt. Nee, tut's auch nicht. Wo muss ich hin? Hieß es nicht hier sein Gegenmittel? Ja, und wo? Hm. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Ach, vielleicht hat's ja doch mit dem Strom da zu tun. Mal schauen. Bringt nichts. Muss ich jetzt wieder auf? Alfred. Hallo, Sir. Okay, wir sind eingesperrt. Haben Sie das Heilmittel von Mr. Freeze bekommen? Es gab Komplikationen. Der Pinguin hat Freeze in seiner Gewalt und mich im GCPD-Gebäude eingesperrt. Ihnen ist hoffentlich klar, dass Sie sterben werden, wenn Sie das Heilmittel nicht bald finden. Danke für den Hinweis, Alfred. Ich bin in einem Polizeigebäude. Cobblepot muss einen Beamten bestochen haben und der hat ihm die Zugangscodes der öffentlichen Gebäude verraten. Ich lade die Codes gerade runter. Ja, wir sind ja vergiftet vom Joker. Ich denke mal so. Ja, war ja klar. Sezieren. Netter Code. Gut, ab nach draußen. Hab doch gesagt, es funktioniert. Spreng die Brücke und die Leute vom Clown sitzen fest. Ganz einfach. Aber Mr. Cobblepot, wir sitzen auch fest. Und? Wir können nicht zurück. Und das heißt was? Nun, nur dass sie uns hier bei den Leuten vom Clown zurückgelassen haben. Versuch ein paar von ihnen umzulegen, bevor du stirbst, Junge. Du Bastard! Explosionsbereich. Bernabtastungen zeigen mehrere Explosionsquellen. Ende. Bestätigt, Herr Tiger 3. Anscheinend hat Mr. Cobblepot beschlossen, in Aktion zu treten. Überlasst sie ihrem Schicksal. Wird interessant sein, mitzuerleben, wie sich die Dinge entwickeln, wenn Protokoll 10 aktiv ist. Bestätigt. Herr Tiger 3, Patrouille fortsetzen. Ende. Ist übel. Ja, als sei eine Bombe. Ich weiß nicht, warum es bei mir gerade so leckt, aber irgendwie zickt das heute ein bisschen. Sobald du uns verraten hast, wo Freeze steht.
verschärft Pinguin die Sicherheitsmaßnahmen. Sein Museum ist schon die reinste Festung. Das müsste aber eigentlich alles okay sein. Spieloptionen. Alles prima. Stimmt, dass Batman hier ist, hat ihm vermutlich doch Anzeigen. Wirklich, Pinguin ist wohl eher ein feiges Huhn. Echt lustig. Hätte nie gedacht, dass du ein Komiker bist. Was ist lustig? Weißt schon, Pinguin. Batman! Es ist Batman! Ja, immer hier mit eurem zu früh. Werden erledigt. Wir machen gar nichts, nicht schießen. Ich würde sagen, wir müssen da rein. Für Museum, Fossil, okay, passt. Tür öffnen. Was denn auch sonst, ne? Das ist Pinguingebiet, du Missgeburt. Dafür, dass du hier eingedrungen bist. Stufenaufstieg. Dann gehen wir mal zum Weintech. Verbessert. Ausrüstung, Schallbitterang. Bettklau. Was? Beschwer dich nicht. Ach nee, ich habe was vergessen. Verzeihung bitte, Batsuit. Stücke schneiden. Ja, komm zu Papi. Dies ist Teil der Anstrengungen zum Schutz unserer einzigartigen Sammlung. Wir legen allen Besuchern einen Abstecher ins Wasserobservatorium nahe, wo wir unsere neue Attraktion gefahren aus der Tiefe zeigen. Alle Besucher mit regulären oder ermäßigten Eintrittskarten bekommen in der nahegelegenen Eisberg-Lounge ganz besondere Angebote. Autsch! Voll ins Gesicht! Betsy, Betsy. Ich denke mal, ja. Dies ist Teil der Anstrengungen zum Schutz unserer einzigartigen Sammlung. Wir legen allen Besuchern einen Abstecher ins Wasserobservatorium nahe, wo wir unsere Nutzung. Ich glaube, ich möchte nicht, dass du in mein Zuhause einbrichst, Batman. Irgendetwas stört meine Kommunikation mit der Bathöhle. Pinguin muss irgendwelche Funkstörsysteme vom Militär einsetzen. Die bekomme ich nur deaktiviert, indem ich sie zerstöre. An den Sicherheitsmaßnahmen komme ich nicht vorbei. Ich sollte wieder rausgehen und nach Pinguins Störgeräten suchen. Wir legen allen Besuchern einen Abstecher ins Wasserobservatorium nahe, wo wir unsere neueste Attraktion Gefahren aus der Tiefe zeigen. Gut. Dann. Ja, geh halt raus. Alle Besucher mit regulären oder ermäßigten Eintrittskarten kommen in der nahegelegenen Eisberg-Lounge. Wir müssen die Unterbrecher suchen. Dann machen wir das mal. Wir haben ja noch ein paar Minütchen. Ich hoffe jetzt echt, dass bei den Aufnahmen nicht so ein Leck dabei ist. Sonst entschuldige ich mich schon mal. Ich werde das Problem natürlich. Solange es läuft, gibt es in diesem Rattenloch nichts, mit dem sich etwas nach Gotham übertragen lässt. Hey, funktioniert mein Handy deshalb nicht mehr? Ja, du Blödmann. Deshalb funktioniert dein Handy nicht. Hast du beim Briefing überhaupt zugehört?
Ich werde mal in Arkham City be. Wenn ich fertig bin, erkennt dich nicht mal Mutti wieder. Nacht. Das wäre kaputt. Am Störgeräteturm befinden sich drei Konsolen. Ich muss alle drei zerstören, um ihn auszuschalten. So, alle. Na komm, hau rein. Er wäre auch kaputt. Ein Störsender weniger. Ich sollte nach weiteren suchen. Was ist da draußen los? Eines der Störsignale ist gerade verschwunden. Sorry, Mr. Cobblepot. Ich weiß nicht. Dann fällt's raus. Und während du das tust, überprüfe auch die anderen Störgeräte. Sonst komme ich nämlich runter und steck dir die Reste davon. Okay, wollen wir mal nicht reingehen? Da ist Schusswaffengebrauch, nenne ich es jetzt einfach mal. Na, das Gleiche. Was macht Batman hier? Wir frieren uns den Arsch ab. Es ist Batman! Batman, wer ist hier? Arkham City ist erst der Anfang. Ja, ihr mit eurem zu früh, das nervt jetzt langsam. Entdeckung, es ist Batman! Drei Minuten noch. Wo zum Teufel ist er hin? Was? Ich glaub, du kannst dich verstecken. Granate! Auch erledigt. Batman hat oben irgendwas mit den Störgeräten gemacht. Wo steckt der Rest von euch Idioten? Wir haben es gerade mal bis unter die Erde geschafft. Stellt es einfach da auf, wo ihr seid. Sofort! Batman ist vermutlich auf dem Weg darunter. Verstanden? Okay, das Training mache ich noch schnell. Das Signal ist wieder gestört. Anscheinend hat Pinguin irgendwo unter Arkham City einen letzten Störsender aktiviert. Wir finden dich! Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Ja, ja. Bis zum Henker. Vorsicht! Batman ist hier! Gut, ihr Lieben. Da bist du ja, Batman. Komm hier runter. Batman ist hier! Ich schlag dir die Fresse ein, Batman! Ruhe bewahren! Wir müssen uns zusammenreißen und ihn finden! Wenn wir ihn verlieren, sind wir tot! Es ist Batman! Der ist auch K.O. Das ist nicht vorbei! Vergiss es! Au, voll gegen den Stein, Alter. Was
Ja, von mir aus. Ich habe Bane noch nicht gesehen, aber angeblich ist er hier irgendwo. Ah! Hilfe! Halt! Batman! Es ist Batman! Batman! Es ist Batman! Missgeburt. Und der letzte. So, 4 Minütchen noch. Wo muss ich hin? Wohl eher Angstman. Ja, ja. Was zum... Dieser Titanbehälter ist gut geschützt. Ich werde ihn nur mit Explosivgel zerstören können. Ich muss den Rest der Titanbehälter finden und zerstören. Es hieß unter Gotham oder unter diesem... unter der Stadt auf jeden Fall. Ja. Was? Sollst du sterben? Ich hab ihn! Er ist hier! Hier drüben! Er ist hier drüben! Du kommst nicht nochmal an mir vorbei! Zu. Der nächste, zack. Ich frage mich gerade echt, wo ich hin muss. Oh, Stufenaufstieg, ist doch schön. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit, weil kugelsichere Panzerung auf jeden Fall. Ah, hier geht's runter. Pinguin klang echt sauer. Batman pusht ihm in seine Pläne rein. Nein, 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 Dark Knight. Die sind nicht für dich. Ja, du mir auch. Geh mal durch den Schacht. Was soll denn das jetzt sein? Sackgasse? Ja, Moment mal. Ah, deswegen habe ich hier runter müssen. Komm mal auf, das Ding. Gut, wir sind jetzt aber bei 25 Minuten angekommen. Also machen wir hier jetzt einen Cut. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit der U-Bahn-Station. Wenn es euch gefallen hat, abonniert, liked, kommentiert. Ich freue mich immer über Feedback. Ob positiv oder negativ. Naja gut, negativ kann man es nicht nennen, weil dadurch verbessere ich mich, ja?
bis bald in der nächsten Folge Batman Arkham City.